Hallihallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Weiterfolge von Grim Dawn. Wir haben das letzte Mal hier Ende gemacht in Devil's Crossing und haben noch zwei Missionen, die wir abgeben können, offen. Mit Harmond, du hast bestimmt ein Mensch schreckliches Leben. Sag mir, wie war die Schlacht? Sie war grausam und blutig, genauso wie ich es mag. Es war ein schrecklicher Anblick, ich habe es schnell zu Ende gebracht. Es war traurig, die Menschen in diesem Zustand zu sehen. Ich habe sie von ihrem Elend befreit. War grausam und genauso wie ich es mag. Ich hoffe, sie haben gelitten. Keiner hat es verdient, von diesen Monstern auseinandergerissen zu werden. Nun sind ein paar weniger auf dieser Welt. Danke dir. Hier, nimm dein Eisen. Und dreimal Schrott. Vielen Dank. 1200 Eisen. Nicht schlecht. Haben wir hier noch eine Mission drinnen, die wir abgeben können? Ulgrim. Wenn das nicht mein Retter ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Endlich kann ich wieder für andere Leute kochen. Hier, nimm dir etwas Suppe. Ich könnte etwas Salz vertragen. Aber Captain Whiskey da drüben besteht darauf, dass es nur für den Kampf benutzt wird. Schön, dass ihr euch eingelebt habt. Komm jederzeit zurück. Ich habe ein paar alte Geschichten zu erzählen, falls du ein Ohr dafür hast. Augenschaft freigeschaltet. Keine Suppe für dich. Und wir haben 250 Ruf bekommen. Erzähl mir eine eurer Geschichten. Von dem Grim Dawn servierte ich in der Hauptstadt einigen Herren eine Mahlzeit, die in ein Gespräch über eine bemerkenswerte neue Reisemethode mit Hilfe von arkanen Toren vertieft waren. Sie sagten, es würde in der Hauptstadt stationären kaiserlichen Armeen erlauben, fast augenblicklich in den entferntesten Provinzen zu erscheinen. Stell dir vor, welche Entfernung der Generalstab des Kaisers zurücklegen würde, um sich solch einem entscheidenden militärischen Vorteil zu beschaffen. Weißt du, wenn ich mich so reden höre, klingt das sehr ähnlich nach dem Portal, das du benutzt hast, um mich aus dem Sumpf zu retten. Ich nehme noch etwas Suppe. Habe ich dir das schon erzählt? Einmal hatte ich es mit ein paar besonders unhöflichen Würdenträgern aus der Hauptstadt zu tun, die sogar den Kaiser beleidigt hatten. Der Mann machte ein Riesentheater um ein Essen, das so geschmacklos gewesen sein soll. Also habe ich ihm eine kleine Spezialität dieses Hauses mit meinen stärksten Gewürzen zubereitet. Sagen wir so, er rannte davon, es kam ihm oben und unten wieder heraus. Merkwürdigerweise habe ich gehört, dass er am nächsten Tag tot war. Okay, danke für deine Geschichten. Wir haben noch ein bisschen Stuff, den wir verkaufen können tatsächlich. Das ist schon krass. 52 Schaden abzublocken ist schon echt böse. So seltene Nebenhand ist egal. Die Rüstung ist nicht so wichtig. Die Stiefel haben wir, glaube ich, eh ausgetauscht. Der Dolch ist eh schwach. Das habe ich abgemacht. So, und diese beiden Items, was war hier? Achso, die hatte ich in meinem ersten Slot gehabt. Wie viel Ruf haben wir denn mittlerweile? Devil's Crossing sind wir freundlich. Wir haben neue Quests auf jeden Fall. Und Zugriff auf Fraktionshändler. Fraktionshändler war der hier, ne? Freundlich. Nicht genug Ruf. Nicht genug Ruf. Okay, ich kann also nur hier, ne? Slith Bluttinktur. Giftschaden und Steinherzöl. Ist jetzt nicht so wichtig. Und was haben wir hier noch? Respektiert, stimmt. Da war noch etwas. Okay, wir haben jetzt erstmal noch eine Mission vor uns, die in meinem Büchlein drin steht. Und zwar einmal gehen wir nach Dorf Bowitch, denn wir wollen nämlich dieses 21er Monster töten. Das sich noch uns in den Weg gestellt hat. Und zwar ist es genau hier. Kann ich mir tatsächlich merken, ist auch gar nicht noch gar nicht so lange her bei mir. Wir hoffen natürlich, wir können ihn besiegen. Who knows? Ich bin der Meinung, die Höhle war dort gewesen. Die ist weg. Ja, die war dort, definitiv. Okay, die Schmugglerhöhle wandert also. Ich verstehe. Oh, ja, mal da. Ich kenne dich aber gar nicht, oder? Faszinierend. Deswegen ist sie auf der Karte auch nicht verzeichnet gewesen. Weil sie wandert. Sehr faszinierend. Okay. Das heißt, die Schmugglerhöhle ist tatsächlich... Naja. Noch nicht machbar, weil wir sie nicht finden. Ah, das ist ja doof. Okay. Aber ich gehe davon aus, sie wird bestimmte Spots haben, wo sie erscheinen wird.
Wir gehen erstmal hier oben lang. Werden den Rest hier noch erkunden. Der hier noch offen war. Na, auf dieser Seite, sehr schön. Aha, die Schmugglerhöhle ist also weg. Das ist ja sehr interessant. Wirklich sehr faszinierend, muss ich gestehen. Dass die Höhle einfach weg ist. Ah, guck mal, die Ätherkristalle kommen scheinbar immer wieder. Interessant. Mud Row. Kommen wir aber hier nicht weiter. Alles klar, wir haben aber den Teil erkundet. Jetzt haben wir die Entscheidung, wo gehen wir hin? In den Keller unter den Burwich Estates. Also wir haben sowieso beide Quests in den Burwich Estates. Wir kommen also nicht darum herum. Also, die Hauptquest führt uns da lang. Tatsächlich würde ich aber gerne den rechten Weg langlaufen, denke ich. Na, oh Gott, erschreck mich nicht so. Aber wir können gleich nochmal den Ätherkristall mitnehmen, warum nicht? Wenn wir hier irgendwie durchkommen sollten, ja. Hier waren wir schon. Genau, nehmen wir den noch mit. Ätherkristalle Farm ist nicht verkehrt. Ich finde es immer faszinierend, dass sie tatsächlich mit einem Leben überleben, diese Gegner. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass es immer so unlucky ist. Gut, gehen wir hier hin. Und zwar... Ich glaube, hier bin ich sogar richtig, kann das sein. Ja, okay. Ich erinnere mich, dass der Hafen... links gewesen sei. Beholden, reflektierend. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Schaden mache, kriege ich Schaden zurück. Sehr schön. Die Frage ist... Which is that? Hallowed Hill? Verlassenes Hafengebiet. Das geht aber rüber, ne? Ihr seht's ja. Hier ist eine kleine Brücke, hier hinten. Das heißt, es ist tatsächlich kein Problem, dass wir rüberlaufen. Ach, guck mal. Ah, da habe ich was vergessen. Ne, wir werden tatsächlich erstmal da hinten hingehen. Bevor wir... Ja, vom Dorf hin, ne? Bevor wir weitergehen. Machen wir das dann zu dem Real Estate, zu dem Estate. Ich wusste, da irgendwo habe ich noch ein Gebiet gesehen gehabt. Was ich erstmal vermeiden wollte. Das war genau das dahin gewesen. Eine Sphäre. Seltene Nebenhand. Ich kriege aber so viel Nebenhand. Ich habe schon echt lang keine Waffe mehr bekommen, oder? Keine Zweihandwaffe fand ich. Ach, das war die Brücke gewesen. Mit dem Dynamit, richtig? Alles klar, hat sich das tatsächlich schon erledigt. Ah ja, okay. Gute Stelle für das Portal, auf jeden Fall. Mhm. Damit, ja, gehen wir direkt straight zum Anwesen. Ich will mehr Punkte haben. Ich will am besten 5 Punkte pro Level. Was ist mit diesen Häuser? 5 Punkte pro Level wäre bestimmt eine coole Sache. Habe ich euch nicht gerade schon alle gekillt? Zum Geier kommt ihr her. Oh, die XP nehme ich natürlich mit. Alles. Ja, okay. Alle wieder respawned. Faszinierend. Der Boss auch wieder? Ne. Die sind geblieben. Links kam ich nicht lang, das ist wieder ein Felsen gewesen. Level 19 haben wir recht, sehr schön. Der Punkt immer für Konstitution derzeit. Ne? Ach guck mal, hier kann ich die Rüstung schon anlegen.
Aber ich habe natürlich jetzt diese Rüstung. Ah, die finde ich tatsächlich besser. Weil ich finde diesen Effekt halt sehr praktisch. Ja, wir laufen einfach mal hier lang, würde ich sagen. Rechts vor links. Da das schöne Wege hier sind. Mir sehr gefallen. Laufen wir hier entlang. Ein paar Schlangen. Erstmal wieder den Außenbereich abstecken. Und sobald das Äußere geklärt ist, geht's ab in die Mitte. Ein Häuschen, okay. Ah, ich muss hier lang, alles klar. Ich kam da gar nicht rüber. Da ist der Keller, der mich nach zum Aufseher bringt. Der mich nach Aufseher bringt. Man möchte ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Ich finde es cool, dass wir hier durch diese ganzen Häuser durchlaufen. Gefällt mir. Da geht's auch noch lang. Wahrscheinlich beides die Eingänge in den Keller. Aha, hallöchen. Harvey, der Herumtreiber. Du hast meine Tür zerstört. Oh nein, die verfault unten werden dich hören. Sie werden kleinen Walter und mich finden. Warte, bist du verfault? Nein, nein, denn sonst könntest du uns nicht finden. Sie würden nie auf die Idee kommen, hier zu suchen. David's Crossing ist sicher. Ich kann euch erinnern, ihr seid aus Borovich, seid ja schon die ganze Zeit hier. Um die verfault müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich bin hier, um sie zu beseitigen. Habt ihr gerade mit der Puppe gesprochen, bevor ich hier reingekommen bin? Welche Puppe? Bist du verrückt? Das ist mein Sohn. Hör auf, so über ihn zu reden. Sieh ihn dir an, er lebt. Nein, besser, er ist perfekt. Solch glatte, perfekte Haut. Nicht so wie viele Faulten da draußen. Ich kann euch dorthin bringen. Ihr seid aus Burbage, seid ihr schon die ganze Zeit hier? Ja, ich wusste, dass die Verfaulten kommen würden. Ich wusste es. Ich habe versucht, jeden zu warnen, auch meine Familie, aber alle hielten mich für verrückt. Ich wollte sie retten, aber ich konnte einfach nicht hierbleiben. Verstehst du nicht? Ich hatte keine Wahl, ich musste mich verstecken. Nachdem die Verfaulten jeden in der Stadt getötet hatten, alle außer kleinen Walter, kam ich zurück. Das ist clever, verstehst du das nicht? Sie sind jetzt im Sumpf, aber sie würden nie auf die Idee kommen, nochmal in die Stadt zu suchen. Okay, mir ist egal. Ah, okay. Was? Harvey verlässt nicht auf sein Zuhause, außer wenn die Verfolgten kommen. Dann versteckt sich Harvey im Durchgang unter der Brücke. Führt im alten Hallowed Hill, aber viele Tote dort. Nein, nein, ich kann nicht gehen. Hier ist sicher, hier müssen wir bleiben. Ja, ja. Bis zu eurem Besten. Ich kann nicht zulassen, dass du mir das kaputt machst. Ich werde mir Walter nicht wegnehmen lassen. Vergesst es. Oh, tut mir leid. Harvey, der Herumtreiber. Ich wollte dich nicht töten. Aber schön, dass wir auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Wo ist die Puppe eigentlich? Ach, die hier, ne? Das erste Mal, dass ich Menschen getötet habe. Das ist ja sehr bedauerlich. Ich hätte das gerne anders gelöst. Nun gut. Wie dem auch sei, wir haben ihn besiegt. Wir haben die Welt von einem Verrückten befreit. Abgesehen von diesem Verrückten. Sehr schön. Noch mehr Sternchen. Ja, wo kommen diese ganzen Sterne her? Das ist alles die... Ach, guck mal, hier ist ein Schrein. Alles der Untergrund. Der jetzt ziemlich groß zu sein scheint.
Das haben wir übrigens auch noch. Ich benutze diese Devotation-Punkte. Das müsst ihr auch mal machen. Dafür müssen wir das wahrscheinlich alles mal durchlesen. Und zu schauen, was die machen. Schwierig, das jetzt schon zu machen, finde ich. Aua. Gut, dann gehen wir gleich mal in das Ding rein. In die Kellertür. Oder? Und weiter hoch kannst du ja. Irgendwo ist ja Ende, ne? Es kann ja nicht mehr allzu weit gehen. Okay, lass uns den. Wo geht's hier hin? Warden Creek. Friedhof? Volvaris der Eisige. Noch ein Bossmonster. Und wie ihr seht, sein Leben geht so schnell runter. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach super strong. Diese Dots sind so heftig. Dritter, vierter Eintrag. Nice. Die ersten zwei haben wir schon gelesen. Kommt diese Geschichtsstunde noch hinzu. Ob jetzt oder später, muss man mal schauen. Da bin ich eher in Schnetzellaune. Aber es scheint hier das Ende zu sein, ne? Ja. Sehr gut. Aufseher Kriegstagebuch. Und das ist natürlich noch eine Falltür. Echt, der hat sein ganzes Ding, der hat es einfach komplett überall durchzogen. Überall ist hier was. Ich würde tatsächlich erstmal da hinten gerne langlaufen. Bevor wir runtergehen. Weil hier muss ja irgendwo das Ende sein. Ach nee, guck mal, das geht hier rüber, ne? Verstehe. Es geht rüber zu dem Hafen. Ah, wieder ein Bossgänger. Schön gekillt, sehr schnell. Stimmt, wir haben Punkte bekommen. Die Kraftfälle können wir noch stärker machen. Kostet aber langsam ein bisschen mehr Energie, ne? Aber ist halt wirklich krass. Der Schaden ist schon wirklich echt heftig. Finde ich. Ja, ich glaube, die können wir tatsächlich resetten. Die beiden Punkte. Weil ich benutze den Nahkampf-Attack kaum noch. Uff, Wundschaden. Also wieder einen Punkt hier rein. Haben wir die Kraftfälle aber da rein. Haben wir ein bisschen Kraftfälle gestärkt. Ein bisschen. Seriously? Aber das ist diesmal kein Punkt, kein Zugang scheinbar. Weil da ist kein Sternchen dran diesmal. Wir gehen erst hier rein, wobei ich eh denke, dass das alles zusammengehört. Ja, und da haben wir auch gerade kein Sternchen mehr dran. Und da geht es dann hinter zum Hafen, ne? Genau, da ist der Hafenteil. Dann lass uns den Aufseher killen, würde ich sagen. Das muss so ein riesiger Tunnel sein, das ist Wahnsinn. Wir natürlich überall rausgehen, wo die Tunnel sind. Einmal mal gucken. Wo wir denn da rauskommen? Vielleicht kommen wir noch mit einem geheimen Areal raus, wo wir vorher noch nicht waren. Ding, 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 ding. Die Reichweite mittlerweile. Schon geil. Eine Kiste. Ey, wie viele Kisten hier unten liegen. Ist auch noch was. Ein modriger Keller. Hm? Vielleicht gehört er doch nicht dazu. Ah doch, guck mal, da sind die anderen.
anderen Eingänge, Ein- und Ausgänge. Nee, ist ein anderer nur. Witzig. Ist nicht das gewesen, ist wahrscheinlich zum Hafen geht das, ne? Na, noch sind wir hier, alles klar. Also gleich die Information bekommen. Okay, hier ist noch nicht der Hafen. Ah, dann ist der Stern, okay. Ach, seriously. Ich komme da echt nicht lang, ne? Ja gut, dann werden wir tatsächlich erstmal den Hafen wahrscheinlich machen. Lass das Hafengebiet. Ich müsste unseren kompletten Weg wieder zurücklatschen, wir haben keine Lust. Dann machen wir das und gehen einfach per Riftgate ins Dorf zurück. Naja, das Riftgate hier bringt mir auch nicht viel. Okay, es ist nicht groß, ne? Dann können wir es kurz abchecken. Hat mich leider ein bisschen gebaitet. Oh, ein Bossgegner. Da lag's der Verschlinger. Verschlinger der Träume. Zeichen des Elends. Ja, mittlerweile 1800 Leben. Aber okay, wir benutzen den Normalangriff doch tatsächlich öfters. Gerade gegen einzelne Units. Ich habe ja damals schon gesagt, dass wir ein Attack gegen einzelne Einheiten brauchen. Und das ist ja im Prinzip mein Ladungsangriff. Der ist ja wirklich nicht schwach. Stoff. Mhm. Guten Stoff? Kraftwelle ist halt für die meisten Gegner, für die normalen Gegner halt sehr wichtig. Das ist ja doof für dich, wa? Ein wenig abgenutzt und verschmutzt, aber sonst nur ein Questgegenstand, okay. Wir haben noch eine Hose mit 92 Rüstung. Plus 2 Herz auf Wildnis, wahrscheinlich der Schamane, ne? Ne, hier. Ne, auch nicht. Da muss der Schamane sein, haben wir nur nicht freigeschaltet. Finde ich tatsächlich gar nicht so verkehrt. Wir haben zu weniger Rüstung, dafür mehr Leben. Mehr Gesundheitsreck. Und Strom und Stromschlagschaden haben wir, glaube ich, eh noch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ganz okay. Bestechende eiserne Revolverkanone der Zerschlagung. Wir müssen den ganzen anderen Kram später noch lesen. Machen wir auch noch. Der ist erstmal wichtig. Der bleibt hier. Ich bin gerade nur nicht in Redelaune. Sagt ihr und quatscht die ganze Zeit uns ein Ohr ab. Ach, guck mal, 100 können wir maximal stacken von der Heiltränken. Aber ich muss schon sagen, 100 ist auch wirklich viel, ne? Das ist wirklich sehr viel. Also ich finde, das ist ultra viel. Wenn ein einziger Trank uns so viel Leben zurückbringt, ist schon echt krass, ne? Gut, hätten die Heiltränke tatsächlich gar keinen Cooldown, wären wir dann echt unbesiegbar. Sie haben glücklicherweise einen Cooldown. Einen kleinen zumindest. Das ist der dritte Stoff, den ich brauche. Ein anderer Stoff. Sehr schön. So, dann sind wir schon gleich bei dem Eingang hier. Ist hier ging doch gar, war doch gar nicht so schwer. Ging doch schnell. Jeden einzelnen Gegner einzeln anklicken, das wäre auch schon anders unlustig geworden. Wie viel Gold haben wir? 51.790 Eisen. Kein Gold. Richtig viel Eisen haben wir schon gefarmt. Zumindest Nacht geworden. Echt, wir haben einen Tag-Nacht-Rhythmus hier. Schön, eine Höhle. Ist das die Schmugglerhöhle? Denn das ist tatsächlich eine Höhle, die keinen anderen Ausgang hat.
Oder das ist die... Oh, Hallöchen. Rundlepilz der Horter. Aua. Die machen Aua. Die machen wirklich Aua. Ach, die da hinten nerven mich auch. Okay. Jetzt können wir Mann to Mann. Ich damit teilweise echt manchmal mehr Damage mache als mit einem normalen Attack, ne? Aber ihr seht, die HP gehen sehr schnell runter. Mir würden die Dots noch ein bisschen mehr jucken. Noch mehr Gift und noch mehr Blutung und Wundschaden und alles. Aber haben wir noch nicht. Verschmutzte Hose in Blau. Sehr schön, vielen Dank. Okay, das ist tatsächlich nur die Monsterschatz. Nur so eine Höhle. Ohne anderen Ausgang, denke ich. Hoffe ich. Noch ein Monster? Nice. Whiteman, der vom Blitz. Schon wieder. Ich kenne dich doch. Den habe ich doch schon mal gekämpft. Hm? Mit deinen 5000 Leben. Am Arsch mit deinen 5000 Leben. Meck damit. Sehr fein. Ja, sehr schön. Eine optionale Höhle mitgenommen. Noch ein Boss vielleicht? Schreck mich da mehr so. Wir haben wieder ein neues Level mitgenommen. Gerne, gerne. Noch ein Schrott. Gerne, gerne. Hier sind auch noch welche. Ja, war ich da nicht gerade schon? Nee, war ich tatsächlich nicht. So, wir haben diese Dinger. Plus 18% physischer Schaden. Wir müssen erstmal hier ein bisschen Constitution, glaube ich. Die brauche ich halt für die meisten, oder? Was braucht der hier? Konstitution, ja. Deswegen wir mal Konstitution mal ein bisschen pushen. Nahkampf auf 1 Sekunde, 85%, okay. Das war auf Zollhands Technik, also die werden wir auf jeden Fall nutzen. Eine Sense habe ich. 60 bis 193 Schaden. Okay, das ist heftig. 11 physischer Schaden plus 33% physischer Schaden plus 6 Konstitution plus 7% Leben. Wir verlieren zwar den Giftschaden und Lebenskraftschaden, aber dafür macht sie 279 Schaden die Sekunde mehr. Okay. Ist gut, gefällt mir. Die Handschuhe. Die sind aber auch sehr gut. 140 Rüstung, schon 113 Leben, 5% Raffinesse. Angstgeschwindigkeit, Zaubergeschwindigkeit, blockter Schaden. Der ist wirklich sehr gut. Das hat tatsächlich sogar. Müssen wir zugeben, dass wir sie austauschen. Eine verschmutzte Hose, die wir gerade bekommen haben. Anscheinend hat der vorige Besitzer eine kleine Überraschung in seinem Hosenboden hinterlassen. Das ist eklig. Lebenskraftschaden, Giftschaden, Giftvergeltung für 5 Sekunden. Giftvergeltung ist wahrscheinlich, wenn wir angegriffen werden, was wir hier zurückschlagen. 15% Wahrscheinlichkeit für eine Sekunde der Verwirrungsvergeltung. Ist das positiv oder negativ? Fäkalien werfen. Greif in deinen Hosenboden und ziehe etwas heraus, das deine Feinde bestimmt in Angst versetzt. 515 Giftschaden für 5 Sekunden. Das ist eine interessante Fähigkeit. Herz auf Wildnis, was war das? Das haben wir noch gar nicht mal. Das ist der Schamane irgendwas. Ich denke, die können wir tatsächlich mitnehmen. Jetzt haben wir nämlich eine neue Fähigkeit. Und zwar können wir die hier... Zack. So, dann haben wir nämlich diesen One-Hit, den Attack gegen die einzelnen Einheiten. Wie ich das mir schon gewünscht hatte. Wenn ich jetzt 1 drücke. Hat das Aufladungen? Das hat keinen Cooldown, weißt du? Kannst du ja auch überall hinwerfen. Und der Schaden ist jetzt nicht allzu gering, ne? Der ist schon sehr stark. Muss sagen, wir haben auf jeden Fall eine Sense jetzt, Alter. Wir haben einfach eine Sense! Okay, warte, wir müssen auch kurz ein paar Gegner wegschnetzeln damit. Wir haben jetzt eine höhere Zaubergeschwindigkeit, das heißt, wir können jetzt auch schneller casten. Sehr praktisch. Ja, dann haben wir den Hafen abgeschlossen. 996 Schaden. Ja, moin. Okay. Könnte man nehmen, Freunde. Ach, guck mal hier, an der rechten Teil müssen wir noch. Dann haben wir den Hafen tatsächlich komplett abgeschlossen.
Sehr schön. Ach, komm hier jetzt rein. Ah, wunderbar. Siehst du? Gleich zur Falltür. Alles klar, meine Freunde. Kurz eine Pause. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder in Grim Dawn. Bis dahin. Ciao, ciao.